Bendner brauchen wir dann auf jeden Fall nicht. Aber ansonsten ist hier auch nichts dabei. Auch alles schon so alt. Nur realistische Transfers. Auch nicht so alt. Bis 29. Puh, das ist natürlich auf jeden Fall gar nicht so einfach, ne? So. Die können uns auch nie wirklich weiterhelfen hier, ne? Das ist ja das Problem. Das ist ja das ganze Problem. Das zeigt doch nicht alles an hier, oder? Okay, was müssen wir denn auf jeden Fall kaufen? Vielleicht sollte man in der Verteidigung anfangen. So, was haben wir denn hier Schönes? Sechs Millionen sofort. So, ich muss jetzt mal gucken. Nee. 6 Millionen nehmen wir doch. Christopher Julien. Haben wir noch 12 Millionen? Wir sollten halt wirklich gucken, dass wir in der Defensive vernünftig stehen. Okay. Haben wir noch 9 Millionen?
jeden Fall eine Offensivkraft brauchen wir noch. Ronaldo, sehr guter Mann. So, den können wir auch kriegen. Haben wir noch etwas über 2 Millionen. So, vielleicht gibt es hier auch noch was. Der kann uns nicht wirklich helfen. Luciano. Emre Mor. Zu teuer. Jota. Das ist, glaube ich, noch 2 Millionen oder so. Ich glaube, 2 Millionen sind es noch. Ist jetzt nicht mehr viel. Der kostet auch 5. Das passt, glaube ich, noch. 1,5 Millionen. So. Dann haben wir erstmal ein paar Spieler hier angefragt. Und jetzt geht es erstmal gegen Neapel. Halbzeit. Da gehen sie auch wieder in Führung. Boah, Leute, das wird wirklich ein hartes Stück Arbeit hier. Und ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier in dem Verein bleiben, wenn das so weitergeht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar Spieler verpflichtet. Oberpeinlich. Warum will er so viel Geld? Warum will er so viel Geld? Bezahlen. Müssen wir abbrechen. Okay. Dann müssen wir noch mal nach einem anderen Verteidiger gucken. Müssen wir im Achtelfinale der Coppa Italia gegen Juventus Turin. Aber vorher gucken wir noch mal wegen dem Innenverteidiger. Oh, was ist das denn hier? Oh, 12 Millionen, ne? So viel können wir nicht bezahlen. So. Ah, kostet zu viel.
Robinson. Ja. Gucken wir mal. So, die drei Spieler sind auch schon da. Jetzt gucken wir uns mal direkt an hier. Natürlich der auf jeden Fall rein. Sturridge vorne im Sturm, Coronado. So, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus jetzt. Cornelius. So, den 39 Jahre alten packen wir auch mal weg hier. Osorio rein. Der hat 72, dann kann auch für den spielen. Dann haben wir den nämlich auch raus hier, den alten. So sieht das eigentlich ganz ordentlich aus. Eigentlich. Die Neuen natürlich begrüßen. Wir müssen das hier irgendwie in den Griff bekommen. Dass wir auch mal Spiele gewinnen. Gegen Juve wird es nicht einfacher. Sieht man auch wieder hier, wieder in der 39. Minute oder so, wieder das 1-0 für Juve. Ist immer das gleiche Spiel. Ja, jetzt sind wir da auch rausgeflogen. Meine Güte, was für ein schwierigen Fang habe ich hier gemacht. Das hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so schwer wird. Das kannst du auch vergessen. Der nächste Spieler ist da. Rechts außen. Trotzdem, obwohl Innenverteidiger. Jetzt sind wir beim Gehalt auch im Minus. ...74 Spieler vor unsicherer Zukunft. Können wir jetzt nichts mit anfangen. Wir brauchen jetzt Ergebnisse. Wir sind Tabellenletzter. Wir brauchen Ergebnisse.